Kann er nicht anders. Machst du eigentlich der dritte? Du kannst doch nicht zwei Fischkarten ziehen. Ihr seid doch da. Feierabend bei euch, ne? Kamera aus. Ja. Ah, sehr gut. Ich brauche euch ganz dringend. Wir sind alle Moderatoren für Game 2 ist weggebrochen. Nicht fragen, einfach machen. Ich brauche euch. Ihr seid die letzte Hoffnung. Game 2? Ja, für Game 2. Eddie, für den Tag der knallharten Schelle und Nils lässt sich irgendwo massieren oder so. Ich sehe da, ich brauche euch. Wir können doch nicht Game 2 moderieren. Lass das doch Rudi machen oder so. Weißt du es mit Gaming oder was? Ja, ist doch scheißegal, ob Gaming oder nicht. Ach, das hier hat jemand interessiert, davon Ahnung hat. Kommt jetzt. Keine Ahnung. Ihr seid die Colin Ape. Lass das doch Lana machen. Oder? Nein, Leute im Team. Da. 120 Leute. Sind nicht da. Und dann müssen wir. Ja, genau so ist es. Das macht mir genauso wenig Spaß wie euch. Ja, warum geht's in der Sendung? Also, ganz. Hallo, geile Community, bla bla, toll, dass ihr da seid. Bla bla, neue Games. Toll, wie aufregend. Das ist die Scheiße, warum ist immer der gleiche Mist? Das ist eine Funkscheiße. Das läuft dann auf RTL, oder was? Ja, auch. Kinder, auch mal den Punkt jetzt. Wie viele Zuschauer sind es so im Schnitt? Ah, das sind, wer das zählen könnte. Ich sag ganz ehrlich. Herzlich willkommen zu Game 2. Ganz ehrlich, ich tue euch wirklich einen Gefallen damit. Genau, herzlich willkommen, tolle Themen, aber ab Gage, geht's. Gage ist super, super. Ja. Da schuldest du mir was. Ja, absolut, ich hab einen gut bei euch, alles klar. Krogi ist krank. Micha. Du heißt auch Micha, ne? Ja. Alles klar. Du bist im Green, du bist doch mein Mann hier. Du machst jetzt Community-Ecke. Das machst du bestimmt noch viel geiler als der Kobi. Hier, ab, direkt links ins Green. Und dann sind wir fertig. Boah! Alter, ich sag Idioten, nur Idioten! Willkommen in 2017 und eurer Lieblings-Gaming-Sendung Game 2. Mein Name ist Etienne Konstantin Gade. Und mein Name ist Nils Bohmhoff. Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch natürlich. Wir haben natürlich auch in 2017 Knaller-Sendungen für euch vorbereitet. Und das sind heute unsere Themen. Wir haben Januar 2017 und wie immer kommt nichts raus, weil die Spieleindustrie noch in der weihnachtlichen Furzmulde liegt. Okay, stimmt nicht ganz. Wir könnten Blockbuster wie The Binding of Isaac Afterbirth Plus analysieren oder über die lebensverändernde Spieltiefe von Hatsune Miku Project Diva Future Tone sprechen. Hammer. Geil. Oder wir gucken uns den ganzen geilen Scheiß an, der 2017 rauskommt, zeigen das feisteste Spielegelöt von übermorgen und grinsen die Spieleflaute einfach weg. Great, thank you very much. Und als Kirsche auf der amtlichen Thementorte packen wir einen fetten VR-Beitrag obendrauf. Ist nicht wahr? Unglaublich. Hör doch auf, Ingo! Gott, ist das geil. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil. Das ist Game 2, das ist Superpower. So, herzlich willkommen bei Game 2. Nehmt Platz hier bei uns auf der Couch. Herzlich willkommen. Hallo Nils, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Hey, schön, dass ich dich auch dieses Jahr wiedersehen kann. Ja, hey, mal ganz kurz. Hey, was geht? Hey, hast du ein frühes neues Jahr gefeiert?
Ja, doch, war ganz angenehm hier mit der Familie und so. Und du? Geil, freut mich. Ja, auch ein bisschen schön gezockt. Heute geht's ums Zocken, heute geht's ums Spielen. Wir sind natürlich nicht ganz alleine da, denn ihr seid natürlich auch mit dabei. Heute natürlich wieder vertreten von unserem Community-Experten Micha. Herzlich willkommen, Micha! Micha! Hey, geil. So, ich habe mal ein paar Comments gesammelt, wie der Kurich das auch immer so schön macht. Springen wir auf meinen Rechner und richtig gute Sachen bei. Zu der letzten Sendung, die Leute fanden es richtig geil. Besonders meinen Beitrag, wie man hier sehr schön sehen kann. Der schöne Michael haut echt immer die geilsten Reviews raus. Das bin ich. So, wir machen mal weiter. Erinnert stark an Game One. Der eine Moderator sieht sogar einem von denen ähnlich. Herb antwortet, ahaha, dein Ernst. Und zuletzt der Comment der Woche, warte. Comment der Woche! Am Anfang, wo Simon gefurzt hat, musste ich übel lachen und auch furzen. Komisch. Das war's von meiner Seite. Geil. Danke, und, Micha. Ja, was ich ja so geil finde an Game 2 ist einfach, dass sich die ganze Truppe so treu bleibt. Ne? Weißt du, dass wir einfach alle zusammen wieder zusammen ins neue Jahr starten können, so als gemeinsame Familie. Weißt du, hier fällt niemand mal einfach aus oder bleibt weg. Wir sind eine Familie, wir gehören zusammen. Du hast verdammt recht. Aber du hast auch ein bisschen, sehe ich da, ein bisschen zugelegt, oder? Ach ja, ein bisschen. Ja, klar, natürlich, bisschen. Der Braten geht nicht unbemerkt an mir vorbei. Finger weg, du Schwede. Naja, was letztes Jahr auch ganz groß im Kommen war, war Virtual Reality. Ja, ich glaube, du hast jeder hat so mal so eine Brille mal auf der Nase gehabt. Wir haben ja Anfang des Jahres einen großen Hype vorausgesagt und was daraus dann letztendlich geworden ist, ne, war 2016 das Jahr von Virtual Reality? Na, ich weiß es nicht. Aber das ist zumindest so einiges los gewesen in der Virtual Reality Welt. Ich glaube, alle Hersteller haben da irgendwie dann was veröffentlicht gehabt und so. Ist alles draußen, alles irgendwie auf dem Markt gewesen. Ja, aber war es am Ende doch so geil, wie wir gehofft haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir eine Mazda, die das uns ein bisschen sagen könnte, vielleicht. Ich hoffe schon. Mal gucken. Schaut mal rein. Virtual Reality is here. And the demand for PC-based Virtual Reality says, it's time to get into the game. Ach ja, die Virtual Reality. Seit Generationen verspricht sie uns den Sprung in fantastische Abenteuer. Und mindestens genauso lange blicken wir durch klobige Apparaturen in eher gut gemeinte als wirklich gut gemachte VR-Welten. Wie so oft soll dieses Mal aber endlich alles anders werden. Mit der HTC Vive, der Oculus Rift und PlayStation VR sind im Jahr 2016 gleich drei große Namen auf den Markt getreten, die gewohnte Spielerfahrungen ordentlich aufmischen wollen. Um sich nicht anstatt im Hype-Train lediglich am verwaisten Gleis wiederzufinden, experimentieren Hard- und Softwarehersteller aktuell, was die Brille hergibt. Anstatt den Begriff Virtual Reality in all seinen Facetten zu betrachten, konzentrieren wir uns heute vor allem auf die Spiele und Probleme, die das Jahr 2016 für uns bereitgehalten hat. Kleiner Spoiler vorweg, VR-Nerd Christoph und Inhouse-Experte Simon sehen zwar noch Verbesserungspotenzial, träumen aber bereits von einer großartigen Zukunft. Die Möglichkeiten sind wirklich im Moment noch gar nicht abzusehen, was man damit machen kann. Endlich selbst in die Rolle von Batman schlüpfen, in Arizona Sunshine auf Zombiejagd gehen oder den echten Job sausen lassen, um im Jobsimulator die VR-Schicht anzutreten. Fakt ist, in 2016 gab es bereits einige Spiele, die uns viele spaßige Stunden bescheren konnten. Ich würde jetzt nicht eine spezielle Sache nennen, was mir aber sehr gefällt, sind die ganzen Minigame-Sammlungen, wie zum Beispiel die Vive Labs, wo man eigentlich an jeder Ecke was Neues entdeckt, wo man wirklich, okay, wir haben diese Welt gebaut, du stehst mittendrin, hier läuft dieser kleine Roboter rum, hier ist irgendwie das Spiel, da ist das Spiel, kannst alles nehmen, alles rumgrabbeln, wegwerfen, es passiert immer was. Die Entwickler haben an jede Eventualität gedacht, die man in dieser Welt machen kann und haben irgendwas damit angefangen. Tatsächlich gibt es bereits einige Titel, die uns wirklich in ihre Welt gezogen haben. Ob uns in Thumper die Rhythmen um die Ohren knallen, wir in Eagle Flight über malerische Landschaften gleiten oder in Elite Dangerous den Weltraum erkunden. Das Potenzial der neuen Brillen zeichnet sich mit neueren Titeln wie zum Beispiel The Unspoken immer weiter ab. Es ist einfach gerade mit den Oculus Touch Controllern super genial. Zum Beispiel gibt es so eine Kinetiker-Klasse, die kann dann so Sachen an sich ranziehen und dann auf den Gegner schmeißen. Oder du hast halt so Artefakte, die kannst du verwenden, indem du sie anklickst und dann verschiedene Gesten halt mit deinen Händen ausführst. Ne? Oder du wirst halt richtig zum Magier, indem du halt so super Attacken quasi ausführst und dann hältst du halt zum Beispiel deine Hände über Kreuz und machst dann so und dann wird das halt ausgeführt. Das ist halt großartig. Da uns neben dem Hantieren mit Zaubersprüchen noch einige andere Titel gefallen haben, wollen wir euch eine erlesene Auswahl dieser natürlich nicht vorenthalten. So zum Beispiel Thumper, ein Spiel, das den VR-Zusatz gar nicht zwingend braucht. Als metallener Käfer ballert uns der Rhythmus-Highway alles entgegen, was der psychedelische Farbtopf zu bieten hat.
Gerade mit Brille auf der Nase ist das unheimlich einnehmend. Wenn wir fremdartigen Wesen passend zu dröhnenden Beats die Angriffe um die Ohren ballern, sind wir voll in dieser trippigen Welt angekommen. Voll und ganz auf die Vorzüge von Virtual Reality konzentriert sich wiederum Batman Arkham VR. Wer in die Handschuhe des dunklen Rächers schlüpft, schnallt sofort, was das Spiel von einem will. Did you get that, Bat? Ganz intuitiv darf alles angegrabbelt werden, was nicht bei 3 mit dem Battering abzischt. Und vor allen Dingen, ich bin Batman. Hehe. Außerdem, ach was soll's, wir können halt sowas machen. Ha. Oder sowas hier. Ja, macht Spaß. Sieht natürlich nur total bescheuert aus. Naja, zurück zum Wesentlichen. In Fantastic Contraption klöppelt ihr euch in der Parallelrealität eure eigenen Traummaschinen zusammen. In dem quietschbunten Baukasten ist es euer Ziel, eine pinke Kugel mit den geschaffenen Gerätschaften zwischen 2 Orten zu befördern. Das mag nicht besonders spannend klingen, ist dank der Raumabtastung, der Vive Live und in echt aber eben doch unglaublich faszinierend. Und wenn wir schon bei klingt wenig faszinierend, ist es aber doch sind, Jobsimulator ist da ganz ähnlich. Zwar stellt ihr in der Virtual Reality nur echte Berufsbilder nach, ackert beispielsweise als Bürostuhlakrobat oder stapelt als Chefkoch Sandwichtürme, in der Virtual Reality macht das Ganze dann aber eben doch mächtig Laune. Schuld daran sind nicht nur die vielen witzigen Interaktionsmöglichkeiten, sondern auch die herrliche Selbstironie, mit der das Ganze aufgelegt ist. See, that's what I like about you. Aller Liebe zum Schritt in die Spielwelt zum Trotz. Viele Spiele müssen, Stand heute, eher als kurzweilige Erfahrung, anstatt als wirklich ausgereiftes Erlebnis gesehen werden. Die ziehen uns zwar voll in ihren Bann, die ganz große AAA-Software suchen wir aber auch zum Ende dieses Jahres vergeblich. Das Hauptproblem ist wirklich die Zielgruppe, die einfach sehr klein ist. Und als großes Studio muss ich natürlich auch rechnen, was lohnt sich und was kann ich für Gewinn dann am Ende mit der Software auch machen. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel HTC, hat jetzt die HTC Vive Studios gegründet und Oculus hat die Oculus Studios. Und die geben halt Geld an Entwickler, damit diese überhaupt Content produzieren. Sprich, wenn ich ein Entwickler bin, will ein kleines Projekt umsetzen, brauche vielleicht 100.000 Euro für die Entwicklung, dann gehe ich zu Oculus, die geben mir das Geld, plus ich bekomme das Geld für die Verkäufe. Tatsächlich arbeiten die Hersteller zurzeit aktiv daran, das Angebot in Zukunft abwechslungsreicher und vor allem intensiver zu gestalten. So zum Beispiel im Fall von Robo Recall, für das Oculus 10 Millionen US-Dollar an Entwickler Epic Games überwiesen hat. Das mag im Vergleich zu den Produktionskosten herkömmlicher Großprojekte erst einmal nicht sonderlich beeindruckend klingen, steigert es den Mut der Entwickler und erhöht die Produktvielfalt, ist es jedoch eine wichtige Investition. Dass das aktuell zwar nette, aber durchaus unausgereifte Angebot vor allem PlayStation-Besitzer ordentlich zur Kasse bittet, kann da schnell negativ aufstoßen. 60 Euro für ein Spiel, was aussieht, als wäre es wirklich in den 90ern stehen geblieben. Und ja gut, es ist in VR, aber deswegen zahle ich keinen Vollpreis automatisch, nur weil es eine Technik nutzt. Ich habe schon für die Brille so viel bezahlt, jetzt muss das Spiel doch wenigstens irgendwas taugen. Und ich habe das Gefühl, und das ist eine Gefahr, dass wenn zu viel Crap rauskommt, das 100. Horror-Schockerspiel, irgendwann, wenn sie den Punkt überschreiten, an dem sie zu viel von diesem Crap produzieren, dass dann die Lust nachlässt. Und gerade beim Massenmarkt kann man sich da sehr schnell was verderben. Möchten sich VR-Erlebnisse langfristig als eigenständiger Markt entwickeln, braucht es in Zukunft vor allem Software, die dem Kunden die Hardware auch schmackhaft macht. Neue Darstellungsformen erfordern neue Arten, Geschichten zu erzählen, um das Interesse und die Neugier des Spielers auch nach dem ersten Wow-Effekt dauerhaft hochzuhalten. Und hier muss die ganze Branche noch lernen, wo die Reise eigentlich hingehen kann. Das hängt natürlich jetzt von den Entwicklern ab und ich glaube, dass es noch eine Weile dauert, bis sie sich in dieser Welt wirklich wohlfühlen, bis sie wirklich gemerkt haben, wie muss eine Steuerung funktionieren, wie muss eine Kamera funktionieren. Man kann die Beobachterkamera sein, man kann der Spieler sein, man könnte theoretisch auch hinter dem Spieler stehen. Es gibt so viele Varianten, die noch gar nicht ausprobiert wurden, weil sich alle im Moment auf die rudimentärsten, simpelsten Ideen konzentrieren. Wir sind da gerade bei Pac-Man oder bei Donkey Kong. Da auch Donkey Kong nicht als ausgewachsener Gorilla auf die Welt gekommen ist, dürfen wir uns sicher sein, die technischen Voraussetzungen für eine rasante Entwicklung sind endlich da. Neben den 3 großen Spieleplattformen gibt es etliche Mitbewerber, die neue Ansätze verfolgen und für ordentlich Bewegung auf dem VR-Markt sorgen. Aktuell kann man schon mit Eye-Tracking experimentieren, Hand-Tracking wird immer ein größeres Thema, auch das Tracking des Raumes ohne zusätzliche Kameras. Und es wäre einfach schade, wenn wir darauf jetzt immer 5 Jahre warten müssten, bis einer der großen Player sich traut, ein neues Headset rauszubringen. Ja, gut, auch wenn der ganz große VR-Durchbruch
auch im Jahr 2016 vielleicht noch nicht stattgefunden hat. Wir lassen uns liebend gerne in andere Welten ziehen. Es zeichnet sich ab, dass VR-Enthusiasten durchaus positiv in die Zukunft blicken dürfen. Die Erlebnisse machen schon jetzt Spaß, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle noch zwackt. Zwar wünschen wir uns alle lieber heute als morgen komplett ausgereifte Erlebnisse, die VR steckt aber nach wie vor in ihrer Frühphase und hat, Stand jetzt, mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen. Unsere Hoffnungen nehmen uns diese aber in keinem Fall. Die meisten Leute können direkt durch Ausprobieren erkennen, dass das was Fantastisches ist, was wirklich einfach dem Spiel an sich einen Mehrwert bietet. Ja, das ist, als hätten wir früher ohne Monitore gespielt und plötzlich erfindet jemand den Monitor und denkst, ey, das ist ja viel besser, ich sehe was. Die Faszination der Leute ist schon da. Was wir noch nicht haben, ist den Massenmarkt. Man braucht dann wirklich eine simple Brille, die unglaublich leicht auf- und abzuziehen ist. Aber auch da kommen wir hin. Und dann wird es auch viele Leute geben, die sie kaufen. Der Zug hat Fahrt aufgenommen und jetzt ist nur die Frage, wann wird es im Kessel heiß genug, dass das Ding wirklich abzischt. Und zum Schluss erschreckt sich Etienne nochmal. So, hier direkt aus der Matz zu uns ins Studio gesprungen ist Chris. Herzlich willkommen. Chris, du bist von den VR-Nerds und zu übergeben ist auch noch Sebastian dabei. Wir reden gleich über VR und wo es hingeht und eure Meinung dazu. Davor wollen wir mal noch mal ganz kurz zu unserem lieben Community-Micha schauen. Was denn die Community sagt zum Thema Virtual Reality? Ja, können wir mal einen Rechner schalten. Die sagt eine Menge dazu. Ganze 410 Teilnehmer haben an einer Umfrage teilgenommen. Und ich werde jetzt die Ergebnisse aufdecken. Auf die Frage, Virtual Reality top oder flop? Man weiß es nicht. Ich drücke jetzt auf den Knopf. So, ich lese mal ganz kurz vor. Ich habe VR noch nicht ausprobiert, will es aber 2017 auf jeden Fall nachholen. Das ist der meistgewählte Wert. Die Leute haben es also noch nicht ausprobiert in der Regel, bei uns im Forum zumindest, und wollen es nachholen. Es gibt auch eine Menge Leute, die sich gar nicht dafür interessieren, 32% nämlich. Dann gibt es ein paar, die sind richtig begeistert, ganze 18%. Und dann habe ich noch VR ausprobiert, kurzzeitig nett, aber langfristig Mist, sagen auch immer noch 13%. Das heißt, es muss noch eine Menge Überzeugungsarbeit passieren, vielleicht von euch, vielleicht das Jahr 2017 bringt diesen Mehrwert endlich, damit die Leute auch endlich überzeugt sind. Geil. Zurück Geil. Zu euch. Wunderbar. Vielen Dank, Micha. Mensch, der macht das ja auch nicht schlecht, ne, der Micha? Also. Ja, dafür, dass er das erste Mal macht, glaube ich, kann man ihm auch ein bisschen verzeihen. Du musst nicht direkt einen Shitstorm starten. Aber ich hätte auch gerne mal eine maximale Realität, um ehrlich zu sein. Das hat mir noch gefehlt. Ach so. Ja, schlimm. Ja, will er? Die maximale Realität. Ja, sehr schön. Ja. Das hat wirklich noch gefehlt. Top. Ja, wie du schon gesagt hast, VR hat sich noch nicht ganz durchgesetzt. Wahrscheinlich auch dadurch, dass viele Leute es einfach noch nicht damit in Berührung gekommen sind und einfach nicht wissen, wie geil es ist, wenn es denn so geil ist. Ja, hier im Studio, was sagt ihr denn? Was seht ihr das auch so und wie kann man es vor allem schaffen, dass vielleicht 2017 mehr Leute damit überhaupt in Berührung kommen? Ja, es gibt halt jetzt im Moment, also die 32 Leute oder was das waren, die gar nicht VR geil finden, das finde ich schon ziemlich krass als VR-Nerd. Das ist schon hart. Aber die anderen Leute, die es noch nicht ausprobiert haben, so, die kann man auf jeden Fall überzeugen durch VR-Arcade-Hallen, die es halt immer mehr gibt. Ne? Also es gibt halt in Deutschland, glaube ich, schon 3-4 größere Hallen, die das anbieten. Das heißt, man bucht sich da einen Slot, geht hin und probiert einfach Virtual Reality aus. Wo, so, weißt du, wo es diese Arcade-Hallen schon gibt? Also, ich habe das aus Amerika mitbekommen, aber so aus Deutschland. Es gibt eine bei Nürnberg, es gibt sogar so eine kleine in Hamburg. Ah ja, okay. In Düsseldorf gibt es dieses Holo-Café und frag mich nicht, irgendwo in Hessen noch. Okay, ja, aber nicht schlecht. So, und davon nach gibt's Hessen, halt, wer will denn nach Hessen? Ja, das, ja. Aber es gibt auf jeden Fall immer mehr davon und die Leute können halt dann irgendwie für 10, 20, 30 Euro halt einfach mal Virtual Reality ausprobieren. Mhm. So, und das ist, glaube ich, einfach eine günstige Option, weil auf der Gamescom irgendwie stundenlang anstehen, haben auch die wenigsten Bock zu. Ja, ja, eben, klar, absolut. Würdet ihr denn aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man mal so eine Brille auf der Nase hat, man dann auch überzeugt ist? Oder wie war denn zumindest euer erster Eindruck, als ihr das erste Mal so eine Brille aufgehabt habt? Also, fange ich erstmal an. Also ich weiß gar nicht, das ist schon 3 Jahre her, da hatte ich das DK1, der Oculus Rift, das erste Mal auf. Und das war halt im Vergleich zu dem, was es halt jetzt gibt, richtig schlecht. Das war richtig mies. Und, aber ich habe das aufgesetzt und schüttel nicht den Kopf, Eddie. Und habe das aufgesetzt und war halt freundlich. Und war halt gleich total begeistert, weil ich einfach in dem Spiel drin gestanden habe. Und das war halt einfach eine mega coole Erfahrung, die ich halt schon immer wollte und dann bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ey geil, jetzt machst du VR Nerds und jetzt machst du halt daraus irgendwie dein Leben. Ja, jetzt sind wir halt hier. Aber du warst schon da angefixt genug,
Ja, auf jeden Fall. Ja, weil ich hatte am Anfang ein bisschen Probleme mit der DK1, habe ich auch angefangen. Ja. Fand ich schon cool, aber du musstest halt wirklich nach den Erfahrungen suchen, die dich wirklich packen. Und jetzt muss ich halt sagen, mit der PlayStation VR bin ich das erstmal richtig angekommen. Nicht, weil die Technik jetzt komplett ausgeklügelt ist, aber einfach, weil es halt Spiele gibt, die auch spielenswert sind. Aber du hast das Potenzial auch sofort erkannt. Klar. Ja. Also das Spieler ist halt das Ding. Weißt du, also auch jetzt bei der finalen Version der Rift, bei der finalen Version der Vive, ist es halt immer noch so ein bisschen Erkennen des Potenzials. Mhm. So und noch nicht irgendwie, wow, das ist jetzt alles irgendwie mega geil, sondern es gibt immer noch Schwächen. Ne? Ja, klar. Aber das Potenzial erkennt man halt eindeutig, zumindest wenn man Interesse daran hat. So. Aber Stichwort Potenzial, was glaubst du denn, wo wird es sich denn so im 2017 noch hinentwickeln? Also worauf kann man sich da noch freuen? Ja, also in diesem Jahr sind ja viele Sachen angekündigt. Also es gibt jetzt quasi verschiedene Systeme, die die Vive und die Rift kabellos machen können. Die kommen demnächst auf den Markt, was halt super cool ist, weil dann habe ich nicht mal dieses störende Kabel, was halt immer zieht, sondern ich kann mich einfach frei bewegen auf 4x4 Meter. Aber ich kann mich relativ frei bewegen. Und dann kommen halt auch ganz viele autarke Headsets auf den Markt. Ne? Also dann ist quasi die komplette Technik im Headset. Es hat Inside-Out-Tracking und somit kann ich mich auch theoretisch, so gut wie auch immer das Inside-Out-Tracking funktionieren mag, in diesem Raum bewegen. Erklär mal Inside-Out-Tracking. Inside-Out-Tracking bedeutet, dass ich halt zwei Kameras an der Brille habe und die können quasi den Raum erkennen, ähnlich wie bei der HoloLens von Microsoft. Mhm. Und dadurch brauche ich halt keine externen Tracker, sondern kann das Ding quasi in jeden Raum nehmen und mich dann da frei bewegen. Okay, ja. Du hast es jetzt ja vielleicht schon so ein bisschen angekündigt, aber Chris, stell dir mal vor, du hättest unbegrenzte Mittel und du jetzt als VR-Experte, wie würde da dein ideales Setup aussehen? Ja, also es gibt halt so viele kleine Sachen, die es da gibt. Also es gibt halt Handschuhe, mit denen du halt irgendwie dann die Welt greifen kannst. Da gibt es schon einen Daumen hoch, das ist schon mal sehr gut. Und es gibt zum Beispiel auch Windmaschinen, sowas haben wir auch selber im Büro gebaut, wo du dann quasi dich vor so eine Maschine stellst. Das sieht man jetzt auch gerade. Ah, sehr schön, die Regie ist einfach hier mega gut. Du hast nichts anderes erwartet, wenn du ehrlich bist. Ich habe nichts anderes erwartet. Also. Und da sieht man jetzt diese einzelnen Ventilatoren, das sind halt jetzt von einem Quadcopter die Motoren, die Rotoren, die werden einzeln angesteuert, je nachdem, in welche Richtung ich mich bewege. Und das gibt mir halt immer ein anderes Feedback. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, kommt der Wind von rechts, wenn ich nach links gehe, von links. Das muss aufgefahren sein, ja. Und das ist halt geil, ne? Und das kannst du halt in diversen Sachen irgendwie einbauen. Und du kannst genauso gut halt auch andere Feedback-Systeme nehmen. Es gibt ja mittlerweile ganze Anzüge, die du anziehen kannst und die dir dann ein spezielles Feedback geben, je nachdem, wo du getroffen wirst oder so. Aber das sind halt alles A, Prototypen und B, ziemlich teuer. Ja. So. Aber wenn ich unendlich Geld hätte, würde ich mir einfach alles kaufen und ich wäre so ein kompletter Cyborg. Das klingt schon nicht schlecht. Ja, ist halt auch immer nur so schade, dass es sehr, sehr wenig erschwinglich ist. Ne? Es sind halt wirklich so Sachen, wo ich sage, ey, hätte ich auch gerne auch so einen Laufstall, damit ich mich halt wirklich bewegen kann. Ja, diese aber es ist einfach nicht erschwinglich und das ist halt immer ein bisschen schade. Und auch die Einsatzmöglichkeiten für diese Windmaschine sind halt ja dann wahrscheinlich auch begrenzt, weil manche Spiele, dafür baue ich mir das nicht hin. Aber es ist halt eine schöne Spielerei. Aber du hast mir erzählt, du kennst auch ein günstiges Add-on. Ah, das lässt du mir jetzt sogar. Das lasse ich dir. Als hätten wir nicht drüber gesprochen vorher. Als hätten wir vorher nie drüber gesprochen. Es gab jetzt gerade eine Pressemitteilung, dass es eine Duftkerze zu Resident Evil 7 gibt, damit du halt wirklich diese 4D-Erfahrung hast, dass es halt nach Blut und Holz riecht. Wie gut. Also das ist, finde ich, auch echt machbar. Eine Kerze stelle ich mir gerne hin. Wie Blut riecht? Also wenn ich Nasenbluten habe, rieche ich... Also riechst du nicht dran. das stinkt doch. Moderatoren, rettet uns aus dieser peinlichen Situation. Nein, peinlich wird das 2017 ganz sicherlich nicht. Wir haben jetzt schon gemerkt, okay, VR haben wir genug besprochen. Chris, super, dass du da warst. Du, dass du da warst, das freut uns. Danke. Applaus. Ganz besonders. Das ist nett. Sebastian, du wirst noch ein bisschen bleiben, denn jetzt ist es endlich soweit. Wir befinden uns ganz am Anfang des Jahres, aber da kommt ja einiges dieses Jahr auf uns zu. Oha. Und welche Highlights da tatsächlich auf uns und euch zukommen, das sehen wir jetzt. Puh, endlich durch. Na gut, aber was zocke ich denn jetzt als nächstes? Ja, mal gucken, was 2017 so rauskommt. Oh Mann, wieso habe ich denn jetzt kein Internet? Oh Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Och nö. Omi, das Internet ist kaputt. Wie soll ich denn jetzt wissen, was 2017 für Spiele rauskommen? Junge, wenn das Internet kaputt ist, kann ich auch nichts machen. Ja, aber stell dir doch mal vor, du hattest keine Kippen mehr. Genau so ist das jetzt für mich. Das ist schlimm. Was kann man da machen? Da gibt's wirklich nur eine Möglichkeit. Eine einzige, aber die ist wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich.
verbotenen Wald soll es ein Volk von Menschenfressern geben. Sie beten einen von Dämonen besessenen Seher an. Aber geh dort nie hin, versprich es mir, denn es ist sehr, sehr gefährlich. Ja, okay, versprochen, Omi. So eine Art Seher oder eine Gottheit, die hier in der Nähe leben soll? Ein Seher? Seher? Nee, ja, da hinten im Wald ist so ein komischer Astrospinner, aber eine Gottheit ist das bestimmt nicht. Nee. Na, ich schau mal vorbei, danke. Alles klar. Nein! Hallo? Ist da wer? Tritt ein, mein Junge. Du bist hier, um die Zukunft zu erfahren. Ja, das stimmt. Woher weißt du das? Ich bin ein Medium. Ich weiß alles. Dann kannst du mir doch bestimmt sagen, was 2017 für tolle Spiele rauskommen. Ich brauche neuen Kram zum Zocken. Das kann ich tun. Ich muss dafür allerdings einen Dämon aus der Anderswelt beschwören. Oder wie andere Leute sagen, dem Off. Erschrecke dich nicht. Er wird gleich von mir Besitz ergreifen. Orkney, Orkney Mokney, Orkney Mokney Rin! Freunde, es ist Zeit für eine flotte Vorschau auf die schicksten Spiele im neuen Jahr. Wow, das fühlt sich irgendwie komisch an. Aber genug herumgedruckst, ihr wollt Spiele, ihr bekommt Spiele. Resident Evil 7 zum Beispiel. Ja, okay, Teil 6 ist direkt dem spielspaßlosen Teil der Entwicklerhölle entsprungen und eure Erwartungen gegenüber Nummer 7 könnten entsprechend verhalten sein. Aber hey, alles, was wir bis jetzt spielen konnten, war ziemlich cool. Und in VR ist auch die Redneck-Horrorfamilie aus der Klischee-Mottenkiste echt gruselig. Also positiv denken. Positiv gehen wir auch Horizon Zero Dawn an. Das markiert bei Killzone-Schmiede Guerilla Games den dringend nötigen Tapetenwechsel. Weg von maskierten Soldatenarmeen und hin zur Open-World-Postapokalypse mit hochhaushohen Transformer-Dinos. Wenn der spielerische Rahmen jetzt noch passt und die Welt nicht mit zu vielen Sisyphus-Quests vollgepfropft ist, könnte dieses Mal nicht nur die krasse Grafik für Aufsehen sorgen. Vielleicht nicht direkt für Aufsehen, dafür aber für jede Menge Lacher dürfte South Park die rektakuläre Zerreißprobe zuständig sein. Schon der Vorgänger war eine spritzige Ode an den Pipi-Kaka-Humor. Wir erwarten Gleiches beim Nachfolger. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Ja, nee, haut hin. Hinhauen wird auch God of War, im wahrsten Sinne des Wortes. Der garstige Kriegsgott zeigt sich dieses Mal zwar von seiner väterlich fürsorglichen Seite, das mit den Schädelspalterschellen hat er aber immer noch drauf. Wir haben Bock auf ein erwachsen gewordenes, deshalb aber noch lange nicht zahmes God of War. Trotz alter Marke zeigt sich The Legend of Zelda Breath of the Wild dieses Mal überraschend neu. Das macht Schluss mit linearem Tempelhopping und rollt lieber die Open-World-Spielwiese aus. Auf ihr dürfen wir dann nicht nur rätseln und fighten, sondern auch noch survivalen, craften und schleichen. Klingt nach spielbarer Wundertüte. Hoffen wir, dass Nintendos neue Konsole Switch dafür das richtige Fundament bietet.
Am Fundament von Red Dead Redemption 2 wiederum zweifeln wir zu keiner Sekunde. Die GTA-Götter von Rockstar Games wissen halt, wie Open World super fun geht. Das ist völlig schnuppe, ob es dabei jetzt um Asphaltwüsten, Großstädte oder eben den Wilden Westen geht. Wird schon was werden. Mehr Open-World-Gelöt schultert wohl auch Mass Effect Andromeda. Wir hoffen, dass in den Weiten der Spielwelt nicht die Geschichte verschütt geht. Wenn Entwickler BioWare das aber auch auf die Kette kriegt, steht der Wiederbelebung der schönsten spielbaren Space Opera kaum was im Wege. Genauso wenig wie schnellem, dreckigen Beischlaf mit der kompletten Besatzung. Ach, Videospiele sind super. Wow, das hat ganz schön gekitzelt. Okay, Jüngling, jetzt geh deiner Wege. Aber die Spiele kennt doch schon jeder, das kann's doch nicht gewesen sein. Komm, frag deinen Dämon nochmal. Gut, das könnte ich natürlich tun. Allerdings war nur die erste Frage umsonst. Die zweite brauchte eine kleine Gegenleistung. Ja, aber was denn? Ich krieg doch nur 5 Euro Taschengeld von meiner Omi. Der Dämon hat Hunger. Er bräuchte ein kleines Tieropfer. Hast du vielleicht ein Haustier? Ja, Puffy, aber ich habe ihn schon seit er ein kleines Eichhorn-Welpe war. Sag mal, möchtest du jetzt Games spielen? Oder dich um ein blödes Eichhörnchen kümmern? Mach es mal dort in die Opfertruhe. Na gut. Hier, 600 Watt, 12 Minuten, ja? Soll schön, 12 Minuten. Soll schön knusprig werden. Sehr gut, Jüngling, sehr gut machst du das. Oh, ich spüre schon was. Ja, ja, ich sehe schon Bilder. Ich schwöre, dass Persona 5 super wird. Unter einer fetten Schicht aus nicestem Style verbirgt sich ein ganz besonderes JRPG. Ja, auch hier kommen leicht bekleidete Girls in Schuluniformen vor. Aber bei Persona 5 darf man sich sicher sein, dass hinter Minirock und Kniestrümpfen auch ein Charakter mit Ecken und Kanten steckt. Da das Ding bereits in Japan raus ist und Bestnoten kassiert, ist Persona 5 schon jetzt eine sichere Nummer. Darauf hoffen wir auch bei Nier Automata. Das von den Bayonetta-Entwicklern stammende Schnetzel-RPG baut auf einen Vorgänger auf, der sich aufgrund seiner feinen Geschichte mit Widerhaken in den Herzen der Spieler festgekrallt hat. Dieses Mal scheinen abseits dessen aber auch Technik und Spielablauf noch deutlich aufpoliert. Nier Automata wird schräg, schnell und hoffentlich spannend erzählt. Scalebound wirkt mit seinem superlässigen Justin Bieber Lookalike als Helden zwar rotze unsympathisch, die rödelnde Action macht das aber ganz gut wieder wett. Dabei gesellt sich nicht nur ein Drache an eure Seite, sondern wahlweise auch eine kloppgeile Gruppe aus bis zu 4 Mitspielern. Dank Rollenspieleinschlag wirkt das Ganze schon fast wie ein möchtegern-hipper Ableger der Monster Hunter-Reihe. Wenn die Souls-Reihe bald ein Ende findet, fehlt dem gemeinen Zocker zukünftig ein triftiger Grund, Wutschreien-Controller zu zerdeppern. Weil das natürlich nicht sein darf, springt Team Ninja ein. Das Studio, das schon das bockschwere Ninja Gaiden auf die beinharten Beinchen gestellt hat. Nioh ist stilistisch sicherlich Geschmackssache, spielerisch bringt das Ding aber ein paar spannende Ideen in das sehr Souls-ähnliche Spielsystem. So, Jüngling, bist du jetzt zufrieden? Ja gut, das war schon besser, aber ich möchte so richtige Geheimtipps, so Underground-Shit, Indie-Games. Indie-Games? Die sind tief im Inneren der Kugel. Sehr klein, sehr schwierig zu finden. Da brauche ich ein richtig großes Stück Fleisch. Schön rauchig, abgehangen. Ein Schinken? Nein, aber deine Oma, die wäre perfekt. Diese Ferkel. Das läuft, das frage ich nochmal. Mein Gott, anspruchsvolle Kundschaft heute. Ihr wollt so richtigen hippen Indie-Game-Schissel? Na, dann knöpft euch doch mal Cuphead vor. Hier wird stumpfes Run-and-Gun-Geballere noch stilvoll inszeniert. Nix mit neumodischem Bling-Bling, sondern schön altbacken Retro wie ein 30er-Jahre-Sonntagmorgen-Cartoon. Herrlich. Und dann auch noch knackschwer, so wie elitäre Indie-Liebhaber das gern haben. Das spielgewordene Gruselkabinett Agony drängt euch die Qualen der Vorhölle auf. Dabei punktet vor allem das abgefahrene Leveldesign, in dem euch schon mal eure Umgebung mit einem Haps verspeisen möchte. Horrorfetischisten werden in diesem Jahr ihre Hölle Freude haben. Hölle Freude, verstehst du? Tief
unter die Erde, wenn auch nicht unbedingt in die Hölle, geht's in Below. In einem endlos wirkenden Geflecht aus zufällig generierten Dungeon-Schichten arbeitet ihr euch durch einen geheimnisvollen Berg. Dank des ungnädigen Schwierigkeitsgrads nippelt ihr regelmäßig ab, aber das gehört voll und ganz zum Konzept. Aufgrund der malerischen Präsentation und des edlen Synthie-Chiptune-Soundtracks dürftet ihr Below aber bis zum Schluss nicht wirklich böse sein können. Aeta hat vielleicht einen weniger geilen Namen, dafür aber ein weit geileres Gameplay. Denkt an eine Mischung aus Diablo und Dark Souls und schon habt ihr eine ziemlich gute Vorstellung davon. Über den Pixel-Look darf man geteilter Meinung sein. Hübscher als der eitrige Name vermuten lässt, ist es aber allemal. So, einen habe ich noch. Wer Hotline Miami in den vergangenen Jahren gefeiert hat, darf sich 2017 auf eine weitere Party einstellen. Katana Zero ist die nicht weniger blutige, nicht weniger technoid-treibende Sidescroller-Variante des polarisierenden Killerspiels. Im Vordergrund stehen hier aber Samurai-Schwert und interaktive Story. Wir sind gespannt. Ja, der Dämon hat gesprochen und der Jüngling geht mal nach Hause jetzt, ne? Ja, das war jetzt alles super, aber hast du nicht Last of Us 2 vergessen? Ich meine, das wird das Spiel des Jahres. Last of Us, Master of Us, keine Ahnung, wo das Scheißspiel war, du. Ich gucke hier auch nur unter der Kugel, hier auf meinem Handy, auf Netzwelt. Und da steht das nicht. Was, Netzwelt? Da hätte ich ja gleich meine Omi fragen können. Da kannst du aber jetzt nicht mehr. So, und jetzt gehen wir mal nach Hause, spar mal ein bisschen, dann kannst du dir auch ein Handy leisten und dann kannst du das nächste Mal selbst gucken. Und jetzt verpiss dich mal, du Hosenscheißer. Ich muss jetzt Geld verdienen hier. Wow. Oh Mann, der Gunnar, ein Spinner. Also, das war natürlich, wie ihr vielleicht euch denken könnt, nicht alle Spiele 2017 Quatsch. Völliger Blödsinn. Unfug. Es gibt natürlich noch ein paar Spiele und ihr werdet natürlich auch mitsprechen können, welche Spiele wir denn vergessen haben. Und dafür hat unser lieber Micha 1, 2, 3 Kleinigkeiten vorbereitet. Kann man das so sagen, Micha? Ja, genau. Der liebe Micha macht euch den geilen Chatvote auf, wo ihr sagen könnt, Mann, seid ihr scheißen dämlich, Spiel XY hat gefehlt. Dazu müsst ihr nur Ausrufezeichen G2 und dann das Spiel möglichst korrekt hinschreiben. Ja, unsere Autokorrektur kann nicht alles verbessern, aber das meiste. Und bald, sehr bald, werden wir dann auflösen, ja, die drei geilsten Spiele des Jahres für euch, die gefehlt haben. Geil. Und wieder raus. Tschüss. Hallo Colin. Ah, hallo Eddie. Hallo. Hallo Colin. Hallo Nils. Ja, wie läuft's? Oh, klasse. Und bei euch? Ja, auch geht so, geht so. Richtig schön. Also ich hätte gerne mal eine High Five von irgendjemandem. Hier, Nils, gib mir mal eine High Five. Ja, komm her. Komm her. Ja, komm ein bisschen höher. Komm. Ich sehe dich doch, das brauchst du mir nicht sagen. Ah. Hallo. Okay, schade, das war ich ganz hallo, 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 hallo. Achso, du auch noch. Ja, komm. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm schon. Ja. Ich habe schönes Spielejahr. Ich bin da gerade einfach mal so frech reingerutscht. Ne? Gerade noch in der Regie und jetzt hier quasi schon auf. Ich fühle mich hier so wohl in der Familie. Ja. Medien. Ja, das war zumindest, ihr habt die Chance abzustimmen, was euch noch gefehlt hat in 2017. Aber natürlich die wichtigsten Menschen der Welt, Rocket Beans Mitarbeiter, sind noch gar nicht zu Wort gekommen. Und das soll jetzt geschehen, wenn wir mal ganz kurz schauen in unserer Blitzumfrage. Ganz schnell schauen wir mal rein, was denn die Mitarbeiter von Rocket Beans sich so wünschen für 2017. Viel Spaß! Micha, dein Spielerhighlight 2017. For Honor, dicke Schwerter, behaarte Männer, Schweiß, geil, zuhauen. Christoph, dein Spielerhighlight. Mass Effect, weil ich dann auch endlich mal... Was? Sondern noch keine 5 Sekunden. Nier Automata, Bad Shit, Insanity, Japano-Gedöns, Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel und super coole Action. Yeah! Breath of the Wild. Ich will auf Hühner einschlagen und das hat eine Hühnerarmee angeflogen, kommt in 3D. Ha! Persona 5, weil das der Nachfolger ist zu dem Spiel, das mir JRPGs wieder schmackhaft gemacht hat. Das ist richtig geil. Sie dreht. Ja, Persona 5 natürlich, weil da süße Anime-Girls und Boys sind. Warhammer 40k Inquisitor Martyr, weil allein schon der Titel 5 Sekunden dauert, das zu sagen. Red Dead Redemption, aber das hat wahrscheinlich jeder schon gesagt, ne? Das wird super. John Marston oder der Sohn, keine Ahnung.
Star Citizen, denn es kommt 2017. Mass Effect Andromeda, weil Mass Effect. Air Automata, der Nachfolger zu Nier. Super. Ukulele und Torment, Tides of Numenera. Ja, eine einzige Stimme hat natürlich noch gefehlt in einem Einspieler. Nils, was ist eigentlich denn dein Highlight-Spiel für 2017? Pokémon. Pokémon ist das schön. Mein Spiel. Ich freue mich auch sehr auf Pokémon. Ich bin mit dem ersten noch nicht durch, aber es geht bald weiter. Hallo Colin. Colin. Ich wurde übrigens rausgeschnitten, wie ich gerade frecherweise gesehen habe. Was? Ja, das gibt eine Abmahnung, Christoph. Ich hoffe, du bist doch der Chef. Hallo Christoph. Ich wollte gerade sagen, ja, du bist der Chef, nicht Christoph. Ja, ich hab beorakelt, weil ich hoffe einfach, man hat lange nichts mehr gehört von From Software, den Dark Souls-Machern. Es muss Bloodborne 2 kommen und ich baue darauf, dass das auf der E3 spätestens. Ja, aber okay, ist okay, man kann sich auch mal hinten anstellen. Oder Dark Souls 3 DLC hätte ich auch genommen, du hast recht. Wer der wahre Chef von Game 2 ist, das glaube ich, wissen wir alle, oder? Colin ist der Chef. Aber Colin, komm schon. Dann sag's uns doch, was ist dein Highlight-Spiel 2017? Ja, wie gesagt, also ich würde Bloodborne 2 nehmen, auch wenn es nicht angekündigt ist. Das ist so ein bisschen. Und alles andere wird sowieso geil. Ich kann mich nicht entscheiden, bei so vielen Highlights fällt es einfach sehr schwer, eine klare Entscheidung zu treffen. Ja, aber die Community hat vielleicht eine Entscheidung getroffen. Im Voting, wir schauen uns mal ganz kurz an, was ihr alles rausgefunden habt. Was sind die Highlights, auf die sich die Community am meisten freut? Sicher? Ja, ich glaube, die rechnen noch. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe hier ein Ergebnis stehen, aber ich glaube, das ist nicht offiziell. Gut, dann gehen wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist doch offiziell. Alles klar, wir waren gerade noch im Rätsel. Dann hau ich es jetzt raus. Richtig geil, ich mach es. Platz 1. Elex. Wen wundert's? Wurde ja auch gut PR bearbeitet von den Krogi-Brüdern. Das ist doch. Kappa! Ah, jetzt war der falsche Knopf. Ja. Half-Life 3 auf Platz 2, was klar. Mich dann doch etwas wundert, weil dass die Leute den Glauben noch nicht verloren haben. Aber natürlich jedes Jahr ein Spiel, was fest erwartet wird. Und dann zuletzt, mich freut es natürlich For Honor. Unglaublich. Wahnsinn. Ich hab's gesagt, es ist geil. Kauft das, Leute. Super Ding. Ja. Maximale Realität. Ja, ja. Do it! Hä? Come on! Go, Micha! Bei Krogi hat es immer besser geklappt. Maximale Realität! Naja, das war jetzt nicht maximal. Weiß ich nicht. Ich wünsche mir Krogi wieder zurück, ehrlich gesagt. Ja. Weiß ich nicht. War fast keine maximal, Ahnung. Ja. Ich finde, die Originalbesetzung ist immer auch die beste einfach. Ja, da sollte man nicht so viel drehen irgendwie. Ja. Meine ich nicht. Man muss natürlich noch mal ganz kurz sagen zu dieser Umfrage, das waren jetzt die Spiele, die wir nicht in der Umfrage hatten. Ne? Also ja. Sebastian, du hast ja federführend, wir haben darüber debattiert ewig lang, welche Spiele nehmen wir rein. Du kannst nicht alles bringen. Nein. Und ich meine, dass jetzt Elix so weit vorne ist, das verwundert natürlich wenig, wenn mich ja da höchstpersönlich die Werbetrommel rührt. Ja, man muss halt eine Vorauswahl treffen. Das heißt auch nicht, dass die Spiele, die nicht erwähnt wurden, nicht gut sind oder nicht erwähnenswert sind. Aber Gott behüte, das wäre schändlich und würde unsere Objektivität ja nun wirklich also so derart zuwiderlaufen. Überhaupt nicht. Aber man irgendwo muss man halt kürzen und in dem Fall haben wir halt gesagt, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Das ist schwer. Augen, ne? Schau ja, meine wunderschöne Augen. Mir hier rein. Du schaust mir hier rein. Du Nils. Hier rein. Ja. Ja. Würdest du denn sagen, dass es generell ein geiles Spielejahr wird? Also es ist schon viel dabei. Es wird ein sehr, sehr spannendes Spielejahr und vor allem ist natürlich super interessant, wenn jetzt erstmal die großen Veranstaltungen kommen, jetzt die E3 als Messe. Mhm. Da wird natürlich dann viel noch mehr in die Zukunft gesponnen. Aber unabhängig davon gibt es da sicherlich auch so ein paar Ankündigungen, die auch im Vorfeld und in dem Zuge dessen nochmal irgendwie rauskommen. Also ich glaube 2017, ich mag immer diese Spielejahre, in denen so Konsolen auf dem Markt sind, in denen sich Systeme etabliert haben und wo dann irgendwie die Vorschusslorbeeren verraucht sind, aber auch noch nicht diese Endphase ist. Mhm. Und da kommen oftmals so die so spannende Langzeitentwicklungen, die dann endlich fertig sind und viel Neues wird ausprobiert. Und da sind wir gerade so mittendrin. Ja, ich finde auch schön, guter Punkt, dass du schon sagst, nicht nur auf viele neue Spiele dürfen wir uns nächstes Jahr freuen, sondern auch auf neue Hardware. Ehrlich dürfen wir wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Was kommt denn Neues raus 2017 alles? Ja, also hardwaremäßig haben wir ja so ein bisschen, einige Sachen sind vollkommen klar. Nächste Woche wird die Switch enthüllt, offiziell. Da ist ein großer Nacht-Livestream und wir werden dann nächsten Freitag auch vor Ort sein. Endlich! Also eine wirklich neue Konsole, aber eine so eine Geschichte, die natürlich im letzten Jahr so sanft mit der Xbox One S angefangen hat. Dann kam die PlayStation Pro, die PlayStation 4 Pro. Diese Tendenz jetzt plötzlich, die in diesem Jahr fortgesetzt wird mit der Xbox One Scorpio, dass man nicht mehr eine komplett neue Konsolengeneration macht, sondern dass man so eine Art Update auf halbem
zyklusfähig macht. Kannst du die Mütze wieder aufsetzen? Ja, danke schön. Ich wollte jetzt sehr zuträglich. Ich wollte unbemerkt meine Haare ordnen. Aber danke. Eddie, hör jetzt mal auf. Aber die große Frage ist halt dabei, wie schnell halt das jetzt sich etabliert. Ne? Dass du halt. Darf man die irgendwie. Warte mal. Dankeschön, ja. Vielen Dank. So. Ich sag immer, wenn Eddie Personal hat, dann nutzt er es. Danke. Ja, sie sitzt noch nicht perfekt, aber es kommt eben doch. Das, ja, das sieht gut aus. Genau, die Frage ist halt, ob sich das halt etabliert. Ne? Die PS4 Pro, finde ich, ist. Sie ist angekommen, sie hat sich ja wahrscheinlich auch nicht so schlecht verkauft. Das ist relativ schwer, weil es gibt keine festen Zahlen. Man kennt halt nur die Erfolgszahlen generell von der PlayStation. Aber die Frage ist halt, wird sich das etablieren? Wird das halt öfter vielleicht der Fall sein? Mhm. So ähnlich wie es halt im Handybereich ja auch ist, dass du halt irgendwie jedes Jahr eine neue Version dieses Geräts hast. Ob das halt auch kommt, jetzt gerade mit der Xbox Scorpio kündigt sich das ja quasi auch bei Microsoft an. Mhm. Und ob sich das halt etabliert und ob das wünschenswert wäre. Wer soll sich das denn alles leisten können immer? Immer die neueste Version kaufen? Oder wie soll ich? Ja, das ist so eine Frage, die kann man als Konsolenspieler fragen, dann sagen die PCler wieder, ja, dafür sind bei euch ja die Spiele in der Regel viel teurer, bei uns werden sie schnell günstiger und dafür können wir dann auch mal 500 Euro für eine neue Grafikkarte ausgeben. Also die Argumente sind ja eigentlich seit 20 Jahren bekannt. Mhm. Und jetzt ist halt so ein bisschen ist ja, glaube ich, die Frage, ist das jetzt vielleicht einmalig, weil mit 4K und HDR jetzt so die nächsten großen, das sind ja so zwei Marketing-Tags, die auch natürlich eine technische Wirklichkeit hinter sich verbergen. Aber da, glaube ich, hat jetzt so jeder gemerkt, okay, das kommt bei den Fernsehern an, das kommt im Massenmarkt an. Und wenn wir jetzt quasi eine Konsole anbieten, die das eine nicht kann und das andere irgendwie auch nicht kann, dann sind wir mit unserem klassischen Zyklus, vielleicht in ein paar Jahren kommen erst die PlayStation 5, die das dann kann, dann sind wir vielleicht hinten dran. Und das ist, glaube ich, so ein, da hat man jetzt drauf reagiert. Ich bin noch nicht sicher, ob das jetzt permanent passieren wird, bei dem nächsten kleinen Killefit, der da kommt. Was auch immer das ist. Ne? Ja, die sind halt immer daran interessiert, irgendwie ihre Verkaufszahlen hochzutreiben. Bei der PS4 funktioniert es, glaube ich, ganz gut, weil es gab schon einen Anwachs, das kann man halt ganz gut sehen. Aber ja, ist halt die Frage, für wie viele das attraktiv ist. Also du kannst ja deine alte Konsole verkaufen, so ähnlich wie du es ja wahrscheinlich auch mit dem Handy machst, wenn du dir ein neues Handy kaufst. Aber ja, die Bereitschaft muss wahrscheinlich auch erst noch so erweckt werden. Ja. Bei den Kunden. Und Nils, wenn du wieder Geld brauchst, ich habe gehört, Kinderbastelsendungen bezahlen ganz gut. Von daher. Hör auf, Eddie. Wir hatten gesagt, wir sprechen darüber nicht. Mhm. Aber über was wir auf jeden Fall noch sprechen sollten, sind Spieletrends. Also könnt ihr da uns vielleicht schon mal so ein bisschen was sagen? Gibt es da große Bewegungen irgendwie in eine gewisse Richtung? Ja, also das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil auf der einen Seite ist natürlich mittlerweile das Spieleerleben vom kleinen Handyspiel bis zum Monster-Epos unglaublich üppig. Also wir haben ja einen Spielecocktail, der größer ist als jetzt meine ich vor 10 Jahren, wo man vielleicht noch klarer sagen konnte, das Genre, das liegt klar vorne. Eine Sache, die, glaube ich, ganz spannend zu beobachten ist tatsächlich, wie geht's weiter mit Open World? Oder wie ist der Stand der Dinge, was Open World angeht? Weil Open World galt ja jahrelang so als Heilsbringer, immer mehr Spiele haben das irgendwie gemacht und es galt so lange Zeit, glaube ich, als die Formel, wenn du nicht Open World hast, wenn der Spieler nicht rumgehen kann und eine Welt entdecken kann, dann kannst du es direkt vergessen. Mhm. Und dieses Jahr war da eigentlich so ganz spannend, schon mal so zu sehen, dass dieses früher mal vielleicht sicher geglaubte Erfolgsgold, dieser Garant, gar nicht mehr so sicher war. Ne? Da hast du ja auch. Ja, man merkt es halt gerade, Assassin's Creed-Serie setzt jetzt ja quasi aus, weil die so ein bisschen in der Identitätskrise sind, weil sich das halt einfach nicht mehr standardmäßig so gut verkauft, wie es beim Anfang der Fall war. Dann hatten wir noch ein Far Cry Primal, wir hatten ein Watch Dogs 2, wir hatten relativ viele Open-World-Spiele, die sich nicht alleine darüber jetzt noch gut verkauft haben. Da sind natürlich auch andere Faktoren noch für zuständig. Aber man merkt, dass es da so ein bisschen kriselt. Und vielleicht auch, dass die Entwickler für 2017 da ein bisschen umdenken müssen, dass sie halt neue Wege finden müssen, mit der Open World umzugehen. Ja, auf jeden Fall. Und auf diese neuen Wege können wir uns auf jeden Fall freuen und auf all das, was uns 2017 noch bevorsteht. Vielen Dank, Colin, Sebastian, dass ihr da wart und Orakel gespielt habt. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns ja später noch auf der Aftershow-Party. Ansonsten, danke an Nils für diesen fantastischen, schönen Abend. Vielen Dank, dich auch ein bisschen von der anderen Seite kennenzulernen. Danke, Eddie. Irgendwie. Danke. Ansonsten auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns auch mit euch natürlich auf ein tolles neues Jahr 2017 bei Game 2. Auch wir haben viel geilen Scheiß vorbereitet. Und bis nächste Woche sage ich, wieder schauen. Reingehauen. Ciao. Ja. Boah, ey, vielen Dank jetzt mal. War eine schöne Sendung. Trinken wir noch einen? Ja. Warte mal. Hast du es schon gesehen? Was? Es gibt ein echt krasses Video. Das musst du dir unbedingt mal reinziehen. Pass auf. Was ist das denn? Ja, warte mal ab. Game 1, 2, 3 into that bow. Rob, Flo und Frodo kommen und schauen euch die Tour. Vor der Cam sitzt nur so ein Praktikanten Rudi. Wir wollen Eduard Laser, Bomber, Fetch, Maut auf diesen Booty. Ey, guck mal, die haben sogar Praktikanten, Rudi. Den haben ihn sogar erwähnt hier. Ey, die Nerdskopf, die haben mich erwähnt, das ist ja voll geil, ey. Geil, deine Mutter ist geil, das ist überhaupt nicht geil. Das ist eine Frechheit, da müssen wir reagieren. So, Krisensitzung, jetzt sofort in der Redaktion. Mann, bin ich sauer. So, Leute, wir haben es, glaube ich, jetzt alle gesehen hier. Dieses
schändliche und niederträchtige Diss-Video von den 1080 Nerdscope Boys. Ich sage, so fies wie die unseren Rudi gedisst haben, da müssen wir zurückficken. Ich sage, Berlin muss brennen. Aber ey, das war voll cool, Mann. Leute hat mich erwähnt, ey. Das war doch voll geil, ey. Cross-Promo. Cross-Promo? Du hast doch überhaupt keine Ahnung von Cross-Promo. Ganz ehrlich, Kamera ist aus. Du hältst jetzt mal schön die Schnauze. Dein Job ist getan. Jetzt reden die Erwachsenen. Genau, Colin ist der Chef, nicht Rudi. Also, nochmal, was machen wir? Ja, das muss Rudi, glaube ich, selbst machen, weil Budi und Simon sind gar nicht da. Rudi, ich hab's. Rudi, stell dir vor, einen richtig geilen Diss-Track machen wir. So das urteilmäßig, wo du sie richtig fixst, zerreißt, zerstörst. Hä? Das wär's doch. Ich kann gar nicht rappen. Ich kann da nix. Kannst du singen? Kannst du schreien? So richtig hassmäßig. Hass. Nope. So ein richtig geiles, heftiges Schlagzeug-Solo. Nee. Oh Gott. Irgendwas jodeln. Nee. Kannst du irgendwas? Irgendwas? Ja, also eine Sache, die gäb's da vielleicht, wenn wir die ausprobieren würden. So, muss ich irgendwie reagieren oder so? Nee. Okay, es war schon sehr gut.